Was passiert, wenn du einen Tag lang ohne Geld auskommen musst? Kein Portemonnaie, keine Karte, nur du und die Welt um dich herum. Genau das will ich herausfinden und setze daher heute auf die Großzügigkeit fremder Menschen. Es geht darum, durch soziale Interaktionen und Aktivitäten den Tag zu überstehen. Also kann ich das schaffen, allein durch die Kraft von zwischenmenschlichen Bindungen? Das ist ein Tag ohne Geld in Valencia. So. Okay, es geht los. Meine erste kleine Herausforderung ist es, zum Strand zu kommen. Ich wollte da nämlich starten, aber ich habe ja natürlich kein Geld für eine Buskarte oder für eine Metrokarte. Und deswegen hoffe ich, dass gleich einfach jemand an der Station ist, den ich fragen kann, ob er mich mitnehmen kann. Das ist so unangenehm einfach. Me gustaría preguntarle si es posible que llevarme en el metro. Nos bajamos antes. Ah, okay. Es haben hier noch einige Leute nebenbei zugehört und einer sagte mir, dass ich einfach mit in die Metro reinsteigen soll, weil aktuell sowieso niemand kontrolliert aufgrund der Feiertage. Ich weiß nicht, ich fühle mich damit unwohl. Boah, das ist richtig unangenehm, Mann. Das ist richtig, richtig unangenehm. Ja, jetzt bin ich hier ohne Ticket und ich hoffe, dass es gleich gut geht. Ich habe mir gerade die Aufnahmen angeschaut und ich war auf jeden Fall sehr, sehr unsicher. Ich bin aber auch nicht ganz so fit. Das liegt aber auch daran, dass ich gestern länger unterwegs war. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann schaut euch dieses Video an. Aber ich habe es geschafft. Ich bin jetzt am Strand. Aber bitte holt euch ein Ticket, wenn ihr Bus und Bahn fahrt. Das war nicht geil, die ganze Zeit unter Spannung zu sein. Ich habe mich jetzt hier platziert. Ich muss kurz ein bisschen chillen. Ich schaue mir jetzt hier die Volleyballspieler an und eigentlich wäre es geiler mitzumachen. Vielleicht klappt das ja. Ich habe eine Truppe gefunden, die ich ansprechen wollte und ich durfte mit ihnen mitspielen. Nach einem kurzen Aufwärmen haben wir 3-3 gespielt und mein Team und ich waren gar nicht mal so schlecht. Ich zeige euch aber trotzdem nur die Szenen, in denen wir eher geglänzt als versagt haben. So geil, wir haben zu Ende gespielt mit dieser Crew. Schnitzel, Kartoffel, todo juntos. Kartoffel. Schnitzel, Kartoffel. Uno, dos, tres. Schnitzel, Kartoffel. Das ist wieder so ein geiler Beweis dafür, dass lustige Sachen entstehen können, wenn man einfach nur die Leute anspricht. Und ja, ich hatte Spaß gehabt, aber jetzt geht es darum, mir was zu essen zu holen. So, for today's video, I have a challenge. I have to live with zero money today. I'm dependent on the kindness of people. And I want to ask if someone can buy me a bottle of agua. I have a bottle of agua. Do you have a bottle of agua? Yeah? Yeah. Oh, okay. Muchas gracias. Do you want something to eat as well? Yeah. We have torta salada. What is torta salada? Oh, Leute, das ist echt lieb. Oh, wow. Homemade, homemade. Homemade? Homemade. What is this? It's typical from Parma. From Parma? It's made with puff pastry, yeah. Ricotta and spinach. Parmigiano. Thank you. I'm very grateful. Thank you so much. So, ich habe jetzt hier so ein Stück, ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt, gar nicht verstanden bekommen, aber es ist mein erstes Essen heute hier. Geil, ey. Ich habe eine Flasche Wasser bekommen. Ey, richtig gut. Ich bin in Hamburg gewesen. Ja, ja, okay. Und, wie hat es dir gefallen? Es hat mir gefallen. Ja, okay. Cool. Deutsch ist nicht einfach. Ja, ja, es ist schwer. Ich probiere das mal. Nach dem Spiel nehmen tut es richtig, richtig gut, wirklich. Ich habe mich jetzt gerade von denen verabschiedet. Ja. Wir haben eben noch so eine kleine Übung gemacht. Ich habe leider vergessen, den Ton aufzunehmen, aber ey, ich war so überrascht, dass es geklappt hat und wie stark sie einfach war. Es war so lustig. Ah, ja, bisher läuft's gut. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeit am Strand verbracht und es wird so langsam Zeit fürs Mittagessen. Ich habe mir einfach gedacht, dass ich irgendwo frage, ob ich da helfen kann und im Gegenzug etwas zu essen bekomme. Meine Idee war, dass ich einfach dorthin gehe, wo ich letztes Mal war. Kurze Info, warum ich diesen Laden kenne, liegt daran, dass ich ein paar Tage zuvor dort schon ein Video gedreht habe. Dazu aber gleich mehr. Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿tú? ¿Podría ayudarte con el trabajo y conseguir algo de comer en cambio? Ay, no lo sé. A ver, para la casa por fin. ¡Hey! Okay. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mal gucken, sie fragt gerade nach. Estamos esperando al jefe para que nos dé el consentimiento de que pueda trabajar con nosotros un día. Kurz gesagt, wir müssen auf den Chef warten, weil natürlich können sie das selber nicht entscheiden. Ja, es ist ziemlich voll. Mal gucken, ob es überhaupt klappt. Aber ich warte erstmal noch ein bisschen und dann probiere ich es gleich. Okay, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und ich probiere es jetzt einfach gleich nochmal und hoffe, dass der Chef da ist. Übrigens hat mich Miguel wieder eingeladen zu einer neuen Bachata-Session und da gehe ich natürlich hin. Warum ich dazu gesagt habe, könnt ihr übrigens in diesem Video sehen. Da habe ich nämlich an einem Tag zu allem Ja gesagt. Und ja, deswegen gehe ich auch heute da wieder hin. Und jetzt hoffe ich, dass der Chef da ist. In serio? Sí, sí. Das ist echt witzig. Also es klappt wohl. Ich gehe jetzt zum Chef einfach. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Me gustaría comer algo y en cambio, si es posible, podría hacer algo para ustedes. Sin problema. ¿Te gusta la pizza? Sí, claro. Ich sitze jetzt hier am Tisch und ich habe gerade eben mit den zwei Chefs geredet und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich erstmal was essen darf und dann würde ich für sie ein kurzes Video für ihr Instagram-Profil drehen und damit bin ich total fein. Ich freue mich richtig und bin happy, dass es gleich eine Pizza für mich gibt. Hello, I'm Lorenzo Guignone. I'm the manager of Vina Commedia.
and everybody are welcome at my house for test the best pizza in all the city. Ich muss kurz die erste Szene drehen für das Instagram-Video, aber ich habe richtig Bock. Jetzt wird aber erstmal gegessen. Ich habe eine Pizza bekommen und noch eine Fanta dazu und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Natürlich muss ich euch dafür gleich was tun, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich und bin sehr froh und sehr dankbar darüber. Ich habe noch nicht angefangen zu essen, aber weil ich es immer noch nicht fassen kann. Das ist irgendwie, das ist so lieb einfach, das ist so schön. Ich kann es nur noch mal sagen. Boah, richtig, richtig gut, sehr lecker. Ich habe jetzt ein paar Aufnahmen gemacht und jetzt setze ich mich ans Bearbeiten, damit ich gleich weiter zum Tanzen kann. Das ist irgendwie so random einfach. Aber ich sitze jetzt an der Bearbeitung und mache das jetzt schnell fertig und dann geht es nämlich weiter. Nach und nach habe ich das Video fertig bearbeitet und habe unter anderem diese Szenen verwendet, die ihr gerade seht. Ich war sehr glücklich, dass ich mir mit meiner Fähigkeit etwas zu essen verdienen konnte. Also ich bereiche jetzt gerade das Video. Aber muy bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias para la pizza y para la oportunidad de comer aquí. The video is the best video. I never see from Heizidza. Okay. From Heizidza. I want to contract you for my social. Yeah. I hope you come back to my house. Ojalá. Okay. Hey. Muchas gracias por todo. Hey, ich bin gerade so happy einfach, ne? Das war so eine schöne Begegnung und er war gerade eben richtig dankbar für das Video und ich kann es irgendwie gar nicht glauben. Ich bin jetzt zwar ein bisschen zu spät dran, aber ich bin super, super happy. Und jetzt geht's aber zum Tanzen. Alter, der Strand gehört uns. Ey, es ist so voll einfach, ne? Es ist so heftig. Aber ich bin richtig glücklich, hier zu sein, nach dem geilen Essen eben und dem Treffen mit Lorenzo. Das Tanzen hat natürlich wie immer Spaß gemacht. Und wenn ich hier vor Ort bin, dann bin ich auch hier. Und es waren auch zwei aus Berlin dabei, mit denen habe ich versucht, gleichzeitig zu tanzen. Das ging aber nicht ganz so gut. Und das hier ist ein geiler Gruppenmoment gewesen, wo wir alle eine Einheit und ein Team waren. So, das Tanzen ist jetzt vorbei. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht und ich werde jetzt gleich mal irgendwen fragen, weil so langsam ist auch Abendessenzeit. Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand eine Kleinigkeit ausgeben kann. Das wäre schön. Das wäre ein guter Abschluss nach diesem tollen Tag. Darf ich euch was fragen? Also heute war ich auf die Hilfe fremder Menschen quasi angewiesen, weil in dem Video ging es darum, dass ich den Tag überlebe, ohne Geld zu haben. Ich wollte euch fragen, könnt ihr mir vielleicht irgendwie so eine Kleinigkeit zum Abendessen irgendwie... Ja, wir wollten gleich essen gehen, wenn du möchtest, sollst du mitkommen. Ehrlich? Ja, klar. Das würde nochmal den Tag irgendwie komplett machen. So, das Tanzen ist vorbei und wir gehen jetzt mit der Tanzcrew essen. Und ja, wie ihr gehört habt, ich kann da auch mitessen. Ich bin sehr dankbar dafür und jetzt geht's dahin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá en Valencia, disfrutando las fallas con unos amigos. Y mi nombre es Yaya y acá estamos con toda la gente. Los chicos, todos falleros, pasándola bien, pasándola chévere. Ciao, Babi, gracias. Ja, wir dachten, vegetarische. Ja, von mir aus. Isst du irgendwas nicht? Nee, ich esse einfach das, was da ist. Alles gut, wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Der Tag war wirklich sehr, sehr toll bisher und das ist nochmal ein grandioser Abschluss. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich gleich was zu essen kriege. Ich muss das gleich nochmal verarbeiten alles, aber jetzt wird erstmal gegessen. Übrigens gab es hier auch kleine Pizzen. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gegessen, außer Brot mit Belag, fällt mir ein. Aber das war in Ordnung, es war alles mega lecker. Vielen, vielen Dank nochmal für das Essen. Es war richtig, richtig gut, wirklich. Dankeschön. Ich bin jetzt zu Hause. Ich weiß nicht. Ich bin einfach sprachlos irgendwie nach diesem Tag. Es war so ein ereignisreicher Tag mit so vielen Überraschungen und so vielen tollen Momenten. Auf meinem T-Shirt habe ich stehen Seek Love und ich habe heute auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe gespürt. Und ich bin einfach sehr dankbar für alles, was ich heute erlebt habe. Ein Tag ohne einen Cent. Eine kleine Reise mit großen Überraschungen und Entdeckungen. Durch Offenheit und die Bereitschaft, meine Komfortzone zu verlassen, habe ich heute gelernt, dass die Welt voller Großzügigkeit und Möglichkeiten ist. Es ist erstaunlich, wie viel wir erreichen können, wenn wir uns für andere öffnen und neue Verbindungen eingehen. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren, die Welt mit offenen Armen zu empfangen, denn die kleinen Wunder des Lebens sind oft in den Begegnungen und Erfahrungen verborgen, die wir mit anderen teilen. Und wenn du ein weiteres Abenteuer sehen möchtest, dann schau dir gerne dieses Video an. Danke und bis bald.